Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video jagen wir ein legendäres Tier. Und zwar habe ich hier was gefunden, das möchte ich mit dir teilen. Schaut aus wie ein Steinbock. Wir werden gleich erfahren, wie er wirklich heißt. Auf jeden Fall ist es ein legendärer Steinbock. Ich zeige dir mal die Koordinaten, damit du ihn finden kannst. So, wir haben hier Valentine. Ja, du kennst das ja vielleicht. So, hier ist Strawberry. Und gleich hier... Guck mal, gleich in der Nähe. Da ist er. Wir werden auch gleich mal eine neue Waffe ausprobieren. Ich habe auch ein Video aufgenommen, wie du die OP-Waffe im Spiel bekommst. Das ist dieser Revolver. Da gibt es einen kleinen Trick. Und das findest du auch alles in der Playlist. In der Videobeschreibung habe ich alles reingepackt. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zu diesem legendären Steinbock. Ich bin schon sehr gespannt. Und denk dran, du kriegst aus den Fällen auch solche schicken Mützen und andere richtig gute Objekte, indem du diese Komponenten einfach dem Trapper verkaufst. Das werde ich dir dann auch gleich zeigen. Wir werden zusammen mal gucken, was wir auch aus diesem Steinbock sozusagen bekommen. Ja, was bekommen wir überhaupt für seinen Pelz? Okay, so, wir sind fast da. Anscheinend beginnt die Spur schon hier. Okay, sehr gut. Du musst nämlich das Fragezeichen finden und dann untersuchen. Okay, then. Zack. Lass mal das Pferd hier. Und jetzt müssten wir eigentlich eine Spur sehen. Mhm, sehr schön. Und die Spur führt uns zu dem nächsten. Also zum nächsten Hinweis. Denk auch dran, dass... Bei legendären Tieren es absolut egal ist, mit welcher Waffe du sie erlegst. Du kannst sie auch mit Dynamit erlegen. Das Fell ist absolut im guten Zustand. Da brauchst du keine Angst haben. Okay, jetzt hatte ich hier den Baum markiert. Und es geht weiter mit der Spur. Okay, dort ist die nächste Spur. Ich habe mich an was erinnert. Wichtiger Tipp, nimm dein Scharfschützengewehr am besten mit. Nicht, dass wir dann wieder feststellen, dass wir kein Scharfschützengewehr dabei haben. Okay, hier ist die nächste Spur. Der müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Ist das der? Da ist ein Steinbock. Ich glaube, das ist er. Ich untersuche ihn mal. Auf R1. Legendärer. Jawohl, das ist er. Okay, dann werden wir ihn mal versuchen auszuspähen. Am liebsten würde ich ihn natürlich mit dem Scharfschützengewehr erwischen. Weil ich vermute, dass er natürlich sehr schnell ist. Okay, gucken wir mal. Ich schleiche mich mal ran. Da ist er. Okay. Ja. Der will sich mit uns, glaube ich, anlegen. Okay, aus der Distanz nehme ich mal meinen OP-Revolver. Okay, jetzt flieht er. Genau, nehmen wir unseren OP-Revolver und verpassen ihm mal ein paar Löcher. Okay. Der hält einiges aus. Ah nee, okay, er ist tot. Ja, also der Revolver ist einfach nur overpowered. So, dann, ganz, ganz wichtig, wenn du ihn häutest, denk daran, dass du das Fell mitnimmst. Ich habe einen sehr großen Fehler gemacht. Ich habe einen legendären Fuchs gejagt und habe das Fell aus Versehen weggeschmissen. Ja, nicht wegschmeißen. So, wir rufen mal unser Pferd. Und kleiner Tipp noch, du kannst auch das Speichern, das automatische Speichern ausmachen im Optionsmenü. Und dann zwischenspeichern, falls du Angst hast, das Fell zu verlieren. So, dann gehst du einmal zum Pferd. Ganz wichtig, das Fell ablegen. Zack. Und jetzt gucke ich mal, ob wir den auch noch mitnehmen können, weil der schaut da ziemlich klein aus. Vielleicht können wir ihn selber auch noch verkaufen. Also das Fleisch. Tatsächlich. Also den Steinbock kannst du mitnehmen. Den Bären nicht. Das geht nicht. Zack. Okay, sehr schön. Dann sehen wir uns jetzt beim Trapper. Ich zeige dir, wo der Trapper ist. Und dann zeige ich dir, was wir für ihn bekommen. Also, ich habe bis jetzt zwei Trapper gefunden. Wenn ich weitere finde, dann werde ich dir das auch noch in einem Video zeigen. Also einmal hier einen und dann auch nochmal hier in St. Denis. Da ist auch einer am Marktplatz. Ich werde jetzt... zu dem reiten, weil der näher ist. Also, wir sehen uns jetzt gleich beim Trapper und dann gucken wir mal, was wir bekommen. Ja, nimm ihn ab vom Pferd. Trag ihn hin, ganz wichtig, verkauf ihn. Sonst kannst du die Gegenstände nicht bauen.
Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn du ihn verlierst oder das Fell, dann wirst du den Gegenstand niemals bauen können. Das ist wirklich schade dann. Okay, also hier Fell eines legendären Widders. Ah, ein Widder ist es. $27. Dann für den Kadaver kriegen wir auch nochmal 14, also fast $15. Verkaufen wir das Ganze. Jetzt können wir einkaufen. Du gehst auf Dreieck, kaufen. Und jetzt gucken wir mal, Bekleidungssets. Ja, und hier Nummer 7, Pirscher. Wenn du drauf drückst, kannst du jetzt zwei Sachen kaufen. Einmal können wir so einen schicken Hut kaufen. Und dann noch diese schicken Hosen. Die sind auch geil. Die werde ich mir jetzt auch mal gleich kaufen für $33. Zack. Den Hut gönne ich mir auch. Und ja, wir sehen uns in weiteren Videos. Abonniert den Kanal, sei kein Schmock, gib einen Daumen hoch, Hämmer richtig drauf, Daumen hoch. Und weitere Tipps kommen. OP-Waffen, Jagd und weitere Tipps. Also wir sehen uns, hau rein und viel Erfolg beim Zocken.